Herzlich willkommen zu meinem Abonnentenbesuch Folge 4. Wenn ihr auch hier dabei sein wollt und von mir euer Dorf bewertet haben wollt, dann bewerbt euch bitte. Wie das funktioniert, das seht ihr in Folge 1. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Macht das bitte auch genauso, wie es dort steht. Das heißt auch den Betreff genauso, weil alle anderen E-Mails werde ich nicht mit in das Losverfahren nehmen. So, kommen wir zum ersten glücklichen Gewinner, das ist Eliam 2001, erst Rathausstufe 6, wo er sich beworben hat, war er noch Rathausstufe 5, deswegen gibt es in dieser Folge zwei Rathausstufen 6er, wundert euch deswegen nicht, er ist eben trotzdem so mit reingerutscht. So, ich nehme an, er ist auch gerade erst auf Stufe 6 mit seinem Rathaus, da die E-Mail erst eine Woche alt ist und dafür sind die Armeelager echt gut, die Kanonen- und Bogenschützentürme gefallen mir auch. Da ist er jetzt gerade alles dabei am Upgraden, das ist soweit wirklich ganz cool. Seine, sehen wir ja hier, die eine Kanone geht auch schon auf 7 hoch, das ist doch super, genauso soll das laufen. Die Minenwerfer sind auch beide da und beide auf 3. Ja, ich würde jetzt wie gesagt den einen Magierturm, was ist noch nicht gesagt, den einen Magierturm auf 2 ziehen als nächstes. Aber ich finde, das ist eigentlich alles auf einem sehr guten Weg. Das Base-Design gefällt mir auch ganz gut. Das Einzige, was ich da auszusetzen habe, ist, dass ich den einen Bogenschützenturm aus dem inneren Kreis mit dem hier angeklickten Luftabwehrturm auf 3 austauschen würde. Das muss ich sagen, dann würde mir das echt gut gefallen. Die Mauer-Upgrades sind auch ganz gut. Der innere Kreis ist schon komplett auf Gold. Und ja, bin ich sehr positiv gestimmt, was diese Lage angeht. Und hier die Labor-Auslevelung kannst du ja auch gar nicht weitermachen. Da ist ja auch schon alles auf 3, wie ich das sehe. Alles, was ich sehen kann, ist auf 3. Und deswegen, mach weiter so. Gefällt mir wirklich, muss ich sagen. Und weiter geht's. Wir sind wieder Rathausstufe 6 bei Sternchen, Doppelpunkt D groß geschrieben. Sternchen, nein, Quatsch, Doppelpunkt. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann es eben nicht so aussprechen. Egal. Er hat da oben seine Deutschlandflagge eingekreist. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Das könnte man sich sparen. Ist zwar ganz lustig, aber die Mauern können dir andersweit weiterhelfen. Mehr helfen, vielmehr. So, da sind auch, wie bei Eliam eben, alle auf 3. Das gefällt mir ganz gut. Und da oben ist er sogar noch im Ausleveln. Sehen wir daran, dass das Labor leuchtet. Seine Minen und Sammler sind relativ mittelmäßig gelevelt. Ich hätte sie noch ein bisschen weiter unten gelassen, aber das ist ja bei mir sowieso so eine Sache, das mache ich ja sowieso ganz zum Schluss erst. Die Magiertürme, beide auf 2, das finde ich immer wichtig, die gleichzeitig hochzuziehen und nicht einen hochzuleveln und den anderen niedrig zu lassen. Genauso bei Kanonen, sehe ich genauso. Der Luftabwehrturm auf 1 ist zu niedrig, sollte mindestens auf 3 sein, eigentlich ja natürlich locker auf 3. Und ja, ich finde es ein bisschen schwierig, dass du alle Lager zu viert in einen Kreis gesetzt hast, denn wenn alles rundherum zerstört ist und alle Verteidigung zerstört ist, dann hat derjenige in der Mitte überhaupt keine Mühe mehr, dein Gold und Elixier zu klauen. Ja, die Clanburg steht relativ zentral. Ich würde mir an deiner Stelle ein anderes Lagerdesign aussuchen. Schau eventuell mal bei mir vorbei. Das ist eigentlich keine schlechte Option für dich. So, wir sind bei Moin 3. Ich habe es jetzt einfach mal so ausgesprochen. Erst Rathaus Stufe 7. Hat ein Lager, das ich bisher so noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Er hat einen verborgenen Tesla, würde ich mal sagen, da oben rechts. Vielleicht eventuell noch einen neben der Goldmine. Hat seine Armeelager alle auf 4. Das eine upgradet er gerade auf 5. Die Riesen sind auch schon auf Stufe 4. Das ist okay, er ist ja auch Rathaus 7. Das heißt, er kann jetzt alle Einheiten auf 4 upgraden. Das heißt, die Grundeinheiten. Und ja, die Minenwerfer, also der Minenwerfer dort gefällt mir gut, aber der obere, der ist mir zu dezentral. Minenwerfer sollten für meinen Geschmack immer ein bisschen zentraler liegen. Wie gesagt, ich habe jetzt über dieses Lagerdesign habe ich mir jetzt nicht so, bin ich mir nicht so ganz schlüssig geworden, ob ich das gut oder schlecht finde. Die Bogenschützentürme sind auf 6. Der eine dort hinten ist auf Stufe 8. Ja, ich finde das, wie gesagt, schwierig. Ich würde Türme und Verteidigungsgebäude, wo man mehrere von hat, auf jeden Fall immer gleichzeitig nachziehen und nicht einen höher als den anderen. Die, genauso wie den Luftabwehrminen, Luftabwehrtürmen natürlich, die sind mir auch zu niedrig. Außerdem steht deine Clanburg etwas unpraktisch dort hinten in der Ecke, weil ich glaube nicht, dass die Leute von oben angreifen in deinem Fall. Deswegen für die Verteidigung lohnt sich die nicht so wirklich. Der eine Bogenschützenturm da unten ist natürlich auch sehr niedrig im Gegensatz zu dem ganz oben.
Genauso bei den Kanonen, da würde ich auf jeden Fall mal schauen, dass du das änderst. Die Kanone hinterherziehen und den Bogenschützenturm. Und außerdem den einen Wizard Tower, der ist mir auch wirklich zu niedrig. Wie ich sehe, gradest du gerade auf Drachen ab. Ist für meinen Geschmack zu früh, aber eigentlich ganz cool. Dann kannst du sie ja auch entwickeln, weil damit bist du ja auch schon ein ganzes Stück weit. Ja, gehen wir weiter zu Six. Er ist Rathaus Stufe 8. Ein sehr schickes Lager, muss ich sagen. Das werde ich in Betracht ziehen, wenn ich selber in Rathaus Stufe 8 bin. Wenn ich bis dahin nichts Besseres gefunden habe, gefällt mir wirklich ganz gut. Die Armeelager sind auf 6. Alle 4. Das heißt, er hat eine Kapazität von 200. Das ist okay. Er kann ja sowieso nicht höher damit. Also Maximum, das geht ja erst dann im Rathaus 9. Die Upgrades sehen auch gut aus. Die laufen ja auch gerade schön. Das heißt, da kümmert er sich auch wunderbar drum. Dort, wo ich gerade hingeklickt habe, neben dem Mörser Tower oben, da werden die Tesla stehen, gehe ich mir schwer von aus. Hier hat er sein dunkles Elixierlager, das ist auch schön gefüllt. Wenn ich nicht ganz blind bin, ist er wahrscheinlich gerade dabei, auf seinen Barbarenkönig zu sparen. Ja, die Kanonen sind auf 9. Das ist auch wunderbar. Die eine hier ist auf 8. Aber die sind auch alle schön in ungefähr in einem Level. Das heißt, die zieht das alles gleichzeitig nach. Bogenschützentürme, wunderbar. Alle auf Stufe 8. Magierturm dort oben. Ja, ich finde diese ganze Anordnung eigentlich echt cool. Man hat die Mörser Tower in der Mitte, außenrum die ganzen Kanonen, Wizard Tower, Bogenschützentürme. Nur, ich glaube, dass unten dein Elixierlager und Goldlager, was so unten nah beim Rathaus und Labor steht, die sind mir ein wenig zu ungeschützt. Ich würde eventuell die Kanonen und Bogenschützentürme mit denen austauschen, genauso wie den einen Anti-Air Tower ein wenig zentraler stellen. Das sind aber auch nur so kleine Dinge. Ansonsten gefällt mir das wirklich gut, muss ich sagen. Was mir wirklich sofort ins Auge gesprungen ist, sind, dass deine Kasernen nicht ausgelevelt sind. Das heißt, sie sind auf 8 und 7 ist, glaube ich, eine. Das gefällt mir gut, weil ich meine, alles andere, wir sind noch nicht in so einem hohen Bereich, dass du das brauchst, mit irgendwelchen Drachen zu kämpfen. Die lohnen sich alle noch gar nicht. Du bist ja nur am Ressourcen klauen und uns interessieren Pokale ja gar nicht. Und ja, außerdem. Noch viel früher ins Auge gesprungen ist mir natürlich diese wunderbare Platzierung der Clanburg. Mittendrin, auch noch mit einem Drachen gefüllt, auf Stufe 3. Da kann dir ja fast gar nichts mehr passieren. Gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Weiter so und ja, cooles Lager. So, weiter geht's. Wir sind bei Polyp32. Er hat wirklich viele Pokale und ich muss jetzt dazu sagen, ich habe nicht wirklich viel Ahnung von so einem hohen Level, da ich selber in meinem zweiten Account selber noch nicht so weit bin. Und ich muss sagen, ich habe so ein Lagerdesign noch nicht gesehen. Mich würde interessieren, wie du mit diesem Lagerdesign fährst. Eventuell postest du mal auf meine Facebook-Seite so eine Statistik über Nacht, wie oft du angegriffen wirst, wie viel du verlierst, wie viel du gewinnst. Und ich kann dazu eigentlich gar nicht so viel sagen. Das Einzige, was ich an deiner Stelle ändern würde, ich würde die Sammler- und Goldminen auf jeden Fall näher ans Lager ranstellen, weil aus diesen Gebäuden kann man nun mal einfach das meiste Gold und Elixier klauen. Und da es ja ganz klar ist, dass du nicht auf Pokale ausgegangen oder nicht Pokale sammelst, sondern deine Ressourcen schön am Schützen bist, würde ich dir das als Tipp geben. Eventuell machst du das vielleicht so, dass du sie noch hinter die erste Mauerreihe setzen kannst. Und ja, weil es einfach so ist, sonst kann jemand, wenn er am Farmen ist, einfach mit einer Horde Barbaren und ein paar Kobolden sich einfach deine ganzen Minen und Sammler holen. Und wenn du dann mal wirklich ein paar Stunden nicht online warst, dann sind das auch ordentlich Ressourcen. Ja. Ansonsten ist dazu eigentlich nicht viel zu sagen. Ich denke, er ist auf einem guten Weg. Seine Anordnung vom Lager gefällt mir alles in allem wirklich sehr gut. Ich habe nur halt wirklich keine Erfahrung. Die Magiertürme sind alle schön angeordnet. Die vierte Anti-Air-Lufteinheit, Luftminen, ihr wisst schon, was ich meine, wird auch schon gebaut. Das ist alles gut platziert. Der Magierturm, der vierte, der dazugekommen ist, ist auch schon mittendrin im Aufleveln. Ja, alles in allem gefällt mir. Und somit sind wir auch schon am Ende der Folge 4 angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr nicht dabei seid, seid nicht traurig. Wenn ihr euch schon beworben habt, eure E-Mail zählt immer noch. Vielleicht seid ihr das nächste Mal dabei. Wenn ihr euch noch nicht beworben habt, am Anfang erkläre ich euch ja, wie das geht. Ansonsten war es das jetzt hier. Ich bin raus. Haut rein.